Ja, wir empfinden auch, der 8. November 2013, und wir sind hier im Torf- und Siedlungsmuseum in Wiesmoor bei Hermann Schreiber. Hermann Schreiber, der wird uns von da auf etwas erzählen über sein Leben hier in Wiesmoor und von das Leben von Wiesmoor, was sich hier entwickelt hat. Tiet sein Leben und vielleicht auch noch früher. Ja. Hermann, wie sind wir die? Du bist Jahrgang? 1941. 1941? Ja, ich bin in 73. Du bist ja noch ein junger Jahrgang. Ja. Und du bist Wiesmoor jung? Ich bin Wiesmoor jung, ja. Und die Alten und Großalten sind auch alle in Wiesmoor West? Moin! Ja, meine Großalten sind in Wiesmoor mütterlicherseits, die haben auch Fein. Ja. Haben die Baut, Gerd und Lini Klein. Ja. Und die Tochter, da war Lenchen Klein. Und das ist mein Mörder, West, der ist in diesem Jahr verstorben, mit 93 Jahren. Und mein Papa kommt aus ehemaliger DDR, aus Leipzig. Und er ist hier in Krieg geblieben. Und wo das dann ist, dann hat er mein Mörder kennengelernt. Und in den fertigen Jahren, und 1941 bin ich geboren, und 1941 haben sie auch geheiratet. Ja, Damen und Herren. Dann hast du auch ja die Schule hier besucht. Ich bin ja in Hauptwieke nach Schule gegangen. Da bin ich hauptsächlich bei meinen Oma und Opa West. Das war ein verklassigen Grundspieler vor Schule. Und now sind meine Ohren nach Hinrichs Ventro, und weil mein Vater da Arbeit kriegen die als Hausmeister. Und ich bin noch in Wiesmoor Hauptwieke und now in Südewijk nach Schule gegangen. Und als Schultiet habe ich Industriekaufmann gelehrt wie eine der ersten Firmen in Wiesmoor, die sich ansiedelt hat. Nämlich eine kleine Fabrik und Wilhelmshaven, das war Karl Mayer. Das war der erste? Das war eine der ersten Textilfabriken, die in Wiesmoor West sind. Ja. Und zwar ist im 1954 hat er sich ansiedelt mit Unterstützung von Gemeinden, die Bauten erstellt haben, beziehungsweise einen Zuschuss oder ein zinsbilligtes Darlehen gegeben haben. Und da bin ich Osten, was man ja noch, wo man ja Osten noch instellt, Osten in Leer kommt, 56. Also, ja. Die kleine Fabrik, wenn du das nun nicht erwähnen darfst, wo viele Leute waren dort beschäftigt? Da waren rund 50 Mann beschäftigt. 50? 50 Frauen, ja. Ne? Und auch ein paar Männer für Zuschneider, ein Zuschneidermeister, der war kaum leer. Und auch anders waren das alle hiesige Wächter, die zum Teil dann auch utbiert wurden da. Und die haben alle Geld aufschneiden. Wir haben eine Meisterin und Wilhelmshaven, also eine Frau Gamrat. Und der hat die alle durch die Geld utbiert. Ja, dann hast du in gewisser Weise auch ja damals noch die Endkriegserlebnisse erlebt. Sicher unbewusst. Ja, unbewusst. Aber ich weiß noch, dass mein Papa in Gefangenschaft gekommen ist. Er hat ein bisschen Glück gehabt. Er ist mit Amerikanern in Gefangenschaft gekommen. Ja. Und er ist dann auch fort nach Krieg. Wie man fertig, fast Krieg gut. Und da ist er in Sessel fertig, als fort nach Hus gekommen. Und dann weiß ich noch, in seiner Uniform, also, was sagst du, das ist eine Uniform? Ja. Nee. Ja. Uniform haben sie sicher nicht in Gefangenschaft, nicht trauen dürfen. Aber da ist er noch. Ding kommen, nach Hauptwiegäste da herkommen. Und der hat als Hausmeister da Arbeit? Der hat in 1952, ist er in Himmelsfein in Schöln, da ist in der Grundschule erweitert worden, weil die Dörfer, die von Wiesmoor, die Ortsteile haben sie immer sehr stark erweitert, besonders auch in Himmelsfein. Und da ist er dann nach Rente, ist er dort Hausmeister wärst, für den Wasserbiet NWK wärst. Ja. Du hast die Ausbildung gemacht in welchem Betrieb? Wie Karl Mayer habe ich gesagt, das ist Industriekaufmann. Und dann bin ich 64 in die Gemeinde gekommen. 64 habe ich gemeint? Ja, 64. Und welche Laufbahn hast du mit gemeint? Da habe ich die einheitliche Laufbahn, was man erst Angestellte. Und nach dann kommt man in Beamtenverhältnis gegangen, wenn man die Prüfung auflegen kann. Ja. Und die Prüfung habe ich auflegen in Göttingen, Lüneburg. Und die Inspektorenprüfung in Hannover. Ja. Und das war den Einstieg, der du dann dort aufbauen konntest. So ist das West. Ja. Erst so was ja, als ich
Dann kommt der, was knippelt noch, Gemeindirektor. Ja. Das war der zweite Gemeindirektor. Der erste war Tönje Schmidt. Ja. Ich war damals Burmeister. Und knippelt was Gemeindirektor. Der war vorher für den Landratfest in Aurich. Oh ja. Und als der 1951 wurden der erste freiwillige Zusammenschluss von Wiesmoor, Wilhelmsveen 1, Wilhelmsveen 2, Mulbach, Auricher Wiesmoor. Ja, das war es ungefähr. Die sind zum Heimzug durch freiwillig zusammenschlossen zur Großgemeinde Wiesmoor. Und du Großgemeinde ist ja. Ja, Großgemeinde, ja. Damals. Und dann haben die auch jeden da? Ja, dann muss man sagen, die waren damals, ich sage das nur mal vielleicht mit geflapsig, nicht so stieselig als von da auch. Von da auch hangt jeder an seinen Posten. Und ja. Damals mag ich sagen, wenn ich dazu. Das so genau lesen auch, nicht schon 51, weiß ich aber noch genau, als das worden ist, was ich in Wilhelmsveen und in Wiesmoor ist, nun machen wir eigentlich Hochdeutsch gebraucht. Ja, du hast einen Aufstieg für dich. Ja. Ja. Und die ja. Burmeister saßen auch hier noch mehr. Ja, ehrenamtlich, als das sie ja, da waren auch fast in Salz. In Wilhelmsveen ein, da waren da drei Kleins, waren da. Ja. Johannes Klein, Jan Klein und Gerd Klein. Und Gerd Klein war mein Opa. Oh. Ja. Ja. Ja, und Wilhelmsveen 2, du warst ein Trauernicht sehen, und in Mulbach, du warst ein Schwanz sehen, da war ich noch, und ja, das waren so die Namen, die ich noch so drauf habe. Wiesmoor ist ja nun, der gerade erst für ein paar Jahre, ist 100 Jahre alt worden. Ja. Und aus der Anfangszeit, muss ich ganz gerne von die beiden, der NWK, die Norddeutsche Kraftwerke, mhm. Der hat ja eine große Bedeutung hat. Und was hat der hier denn dazu beitragen, dass Wiesmoor überhaupt so groß geworden ist? Ja, da kann man sagen, die Kraftwerke, das ist der Mörder endlich von Wiesmoor. Ja. Nee, da ist Wiesmoor mit entstanden. Und wir haben endlich gar kein richtig Datum, weil von der politischen Gemeinde, von 1922, als die politische Gemeinde entstanden ist, aber mit dem Bau der von Kraftwerk, da ist praktisch die Zelle von Wiesmoor entstanden. Ja. 1907. Und 1907 ist das Kraftwerk, so wie ich in Kopf habe, in an Netz gekommen. 1907. Ja. So 1907, und da hat er dann von Förderin dafür, dass sie da was richten wollen, um aus Friesland bzw. darüber hinaus mit Strom zu versorgen. Aber wo ist das Ganze entstanden? Ja, die Städte Wilhelmshaven, Emmen und so wieder, die haben ja brauchen mehr Strom. Ja. Und auch was hat da, ich meine, das war Ram West, der Sekretär, der hat hier dann in Wiesmoor Malketen. Aber der Grund, als ich mal genau lesen habe, in Lindberg, ist endlich die Kultivierung von Mörwest. Also das Moor kultiviert ja, schon im Vordergrund. Und dann was die Törf, die Abfall, der sich auch gewählt hat. Und die Abfall von der Törf und wird das Kraftwerk, da haben sie auch vor Speise, also Törfspeisung für das Kraftwerk. Genau. Was sie dann auch im Volksmund als Törffresser herstellt haben. Törffresser, ja. Ja. Die nordwestdeutschen Kraftwerke, die sind ja in Stone. Einige in der Zeit, als die Technik doch sich noch mal in Anfang schaut. Ja, das war erst was nicht nur Deutschland, das waren Siemens elektrische Betriebe. Siemens. Achso, das war die SEB. Ja. Und Siemens hat auch die Technik. Ja. Und der hat auch die Technik. Umbaut, ja. Ja, das waren ungefähr 16.000 kW, also 16 MW. Ja. Das Kraftwerk. Damals, ja, und dann haben sie, denn aus ist das immer ein bisschen erweitert worden, auch durch die Technik. Ja. Und insbesondere, als Jan Hinrich gekommen ist, 1921. Ja. Und da haben sie bitte Överwiese, Brutjading, Stade und so wieder, haben sie, und Ugitzit, Emden, Kloppenberg und Leer, Aurich mit Strom versorgt. Und so wie konnte ausschließlich auch von Wiesmoor versorgt werden. Ja. Ja. Und sie haben in Spitzentiden haben sie über 100 Millionen kW produziert. Ja. Ja. Das ist ja beachtlich. Ja. Und offenbar brauchen sie dann aber beachtlich Dörf. Ja. 120.000 Tonnen im Jahr. 120.000 Tonnen. Ja.
Und ursprünglich ist das Kraftwerk durch Hansel nicht genug Turf, weil die Turf, das was kein Betrieb, das muss die Fiskus, ja. Die Torfgewinnung. Ja. Und da klaben die Reacht und du musst sie Kohlentau holen, Braunkohle. Aha. Und die wurden dann bitten auch Markersmör mit Schiff vorn. Über dem Schiffkanal. Ja, und dann wurden sie in Lohren packt. Ja. Und dann noch Wismo vorn. Ja. Wismo hat ja damals, Tradität, in der beste Tiet, hatte ungefähr so ein Netz von 40 Kilometer Lohrenbau. Mit noch Schwienbrück und so wieder hin. 40 Kilometer? 40 Kilometer, das ist ein gewaltiger. Das ist aber da, ja. Und aber jetzt Jan Hinrichs kommen ist, da hat Jan Hinrichs gesagt, das muss anders werden, wir möchten von den Köln weg. Ja. Wir möchten mehr Turf heizen. Ja. Und weil die Turf da auch gut haben wollen. Ja. Und du hat, Jan hat das dann forciert, und sind sie auch noch verfischt, und wir von den Köln wegkommen. Und sind dann auf Turf vernünftig gedrückt und hat das auch geschafft durch die Technik. Sie brugen für 1 kW ursprünglich 4 Kilo Turf und dann hat er auch 2,4% der 2,4 Kilo Cent. Ja. Das ist ja bloß Halbierung. Ja. Und das muss natürlich gewaltig werden. Ja. Der NWK hatte ein Eigenland hier damals all, ob ist das gekauft worden von Fiskus? Das ist von Fiskus gekauft worden, beziehungsweise an den etwas Herren, die 500 Hektar haben die Sülz. Ja. Und das andere ist Taukörf. Ist Taukörf. Ja. Und das ist all, ausschließlich Hochmoorland best. Das ist auch. Und wenn sie auch Nutzland hat, was nee. Sie ackern können und bewirtschaften können. Nee, das ist Hochmoorland west und als sie das auch haben, dann haben sie die Sandmischkultur. Ja. Nicht? Also Bunker und Sand. Ja. Teil haben sie das Wölt oder Rekult, so was man das sagen will. Ja. Und naus ist der Ottermeier, der hat den Deppplug. Da kann ich mich noch auf besinnen, dass die mit Salz richtig. Den Plug hin und her treten, den von so einem das, ja. Siedpfandfläche nach anderen. Ja. Und als der NWK hier gekommen ist, da haben die auch ja, so was das bei den Kraftwerken erforderlich ist, haben sie auch ja Worte, was sie als Kaltwasserbrücken nennen. Ja. Hast du Nord-Georgsfeinkanal denn auch? Nee, 1906 sind kein Mann in Markersmoor, das werde ich nur genau, weil ich mir das gestern noch anlesen, ja? Ja. Sind kein Mann anfangen zu graben in Markersmoor, um Knaul, um Schlot zu graben. Ja. Und naus haben sie das mit Bagges gemacht und so ist die Nord-Georgsfeinkanal entstanden und darüber haben sie dann auch das Wasser kriegen. Also das heute ist für das Kraftwerk gebaut worden? Ja. So ja. Ist das damals gemacht worden. Also für das Kaltwasser und auch für die Transport. Ja, anders haben sie kein Wasser genug gehabt. Nee. Das ist ja hochinteressant. Und der Nord-Georgsfeinkanal ist ja dann auch wieder gebaut. Der ist dann wieder gebaut worden. Aber von Emsjaure-Kanal ist er aufgegangen. Ja, und der ist Mooren. Ja. Ja. Und dann haben sie auch, ja, Wismo ist ja nun die höchste Stelle mit in Ostfriesland. Ja. Mit 11 Meter über NN, so von ich das im Kopf habe. Und in der N von Markersmoor wird noch auf Längen, da sind auch 1, 2, 3, 4 Fischschlüsen west. Ja. Und die erste Schlüse ist in Markersmoor. Der ist hier direkt auf. Ja, in Markersmoor war am Anfang. Ja. Direkt auf Innsbruck von den Emsjaure-Kanal. Richtig. Ja. Ja, ja. Ja, das Umland hätte damals ja recht dünn besiedelt werden. Ja, das von da auf Wismo ist. Ja, das war es ja erst, was ja überhaupt keine Besiedlung und die kamen ja erst praktisch mit Bau von Kraftwerk. Ja. So kommen die ersten. Die dörten Forstbach gab es nicht. Ja, die auch Wilhelmsfeld 1 und Wilhelmsfeld 2, die waren von 1800 und zömtig ungefähr. Das war ja. Ja. So Grofenche Land sozusagen. So ist das erst. Und auf einer Seite war es ja Friedeburg, beziehungsweise Wiese der Meer, Wiese der Feen. Ja. So ist Wismo praktisch von den Randgemeinden erschlotten worden. Ja. Und zwar sind die hierher kommen zu arbeiten. Ja. Und da haben sie gesagt, wenn wir da arbeiten, dann können wir uns auch siedeln. Ja. Und da hat Jan Hinrichs aus Ländereien gegeben. Und da haben sie dann gekauft, oder Pacht, oder auch Stuhn, teilweise die Kaufpreis. Und so sind die anfangen und haben sie hier ansiedelt. Nun muss ich eigentlich über Jan Hinrichs noch ein bisschen was genaueres weiten. Jan Hinrichs ist mit NWK West
Und wo ist er da denn gekommen mit MBK? Ja, da ist er mal in Zug fest und die Rahmen hat Levitägen umsetzen oder irgendwie und du hast sie so überbrot. Und er hat ja in Schleswig-Holstein, er ist so ursprünglich, er sei in Westerstede geboren. Ach ja. Und in Schleswig-Holstein, da hat er so was aufgemacht mit so einer Art in mit Torfgeschichten und so ja. wieder. Und da haben sie gesagt, ja, was hat ja der geeignetste Mann für ein Kraftwerk dafür. Ja. So ist er hier gekommen. Ja. Ja. Und das ist so sein Lebenswerk, weißt du? Das ist ja sein Lebenswerk, weißt du? Und dann hätte ich auch ja in Hinrichsfehn, Gift der ja. Hinrichsfehn. Genau, das ist auch benannt worden. Mehr oder weniger auch nach ihm ja. benannt worden. Also Hinrichsfehn ist in Wirklichkeit auch vorher Hochmoor, weißt du? Ja. Wo nichts was. Richtig. Wo von da auch die blühende Siedlung sind mit Vögelgärtner. Ja, und da haben sie ja erst damals. Das war ich noch, das war um die 50er Jahre, weswegen, da haben sie ja den Leimhütten gebaut. Ja, richtig. Du hättest eher so Leimhütten-Fan. Das war ich auch noch. Nee, ja. Das war natürlich auch nicht so, ich weiß noch, die war ein bisschen olle, die da hingucken, die waren dann auch Herrn Mühlmann lehrt. Ja. Junge sind, die wenn ich da in wohnen hat, die bedauern wie nur auch. Du lebst natürlich das Wort so an Mühlen runter. Ja. Nee, ohne klar, Isolierung. Ohne Isolierung. Ja, und da sind nur noch ein, zwei, die sind noch, ja, die haben sie zwischenzeitlich sicher auch irgendwie mit Nährmaterialien irgendwie, ja, aber die sind in Urform, sind die noch so ja. fett, ja. Die gibt es noch. Die zwei Stück sind ja. noch. Die wollen wir doch erst unter Denkmalschutz, aber die sind doch, wir erholen die auch so. Ja. Und da haben wir da nicht mag von Gemeinden und ich werde auch nicht auf wieder durchkriegen haben. Nee, aber die waren auch noch bewohnt. Die waren auch noch teilweise noch bewohnt, ja, ja. so ja. ein Stufe oder so was. Ja. Einfachste Ordnung ja. ist, ja. Ja, ne, mit NWK noch ein halbes Jahr arbeiten. Ja, das war ja, ich sage die Kraftwerk, die war die Mutter von Gemeinden und die hemmt in Spitzenzeiten, hemmt die 1000 Mann beschäftigt hat. Und da kommen auch noch mit Spa und Nee, dann also die Bagger, die kommt von Strenge, ja. also mit Spau, also die Turf-Entwicklung, Turf-Baggern und so weiter, die haben sie mit Bagger gemacht. Das war es mit den Privaten, die haben mit Handarbeit ja die Turf gemacht. Ne? Ja. Die Plaut ja mit Feiermann, ja. haben wir ja ein zu stecken, ein zu grauben, ein zu kronen und ein zu absetzen. Wenn das Kron fällt ein bisschen lange war, dann war es ein Twerto-Kron. Aber da kamen wir ja mit Turfgewinnung oder mit NWK ja nicht wieder mit. Nee. Mit 120.000 Tonnen Turf im Jahr. Nee. Nicht? Und dann war es auch ja den Press-Turf, der war auch ja etwas verdichtet. Einen großen Heizwert als ja. Ach, ein Stück Turf, ne? Die war so gegau drüber. Ja. Die Kaffee umbringen. Und die mit 1000 Mann, das war natürlich in Turf, da muss man natürlich mit erstmal das Baggern sein. Ja. Da war es an Bagger, war es vielleicht 6 mit 8 Mann, je nachdem. Ja. Aber die meiste war es ja drüben. Stuken, Krabben und so wieder. Ja. Ich habe nur gesehen, dass da ein 60.000 Soden. An Dach krabbeln die. 60.000? Da kann ich Bord nicht löwen, aber schneid ja. in den Ding drin. Ja. Ja. Das ist, ich habe das mal auf Sekunden umregen. Das ist in Sekunden immer die 2 bis 3 Türf immer die umkippen. In ein Sekunde. 21. Ja. Und da wurde mit Hacke gemacht? Nee, da wurde mit Hand gemacht. Mit Hand? Ja. Oh Gott, ja. Ja. Das ist gewaltig, ja. Und da haben sie dann so Turf-Wendemaschinen erfunden, so, die haben wir hier auch in Stärt, hier im Museum, mit so Igel, so Stacheln dran, ja. so eine Igelwalze und die fahren da rüber und die kleben dran und dann noch Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass 50% genauso fahren, denn das ist die Länge auf 50% umgekehrt worden ja. und so wurde dann dröhlt, dann konnte der Wind auch so durchwalten. Ja. Und das wurde einmal umgesetzt oder wurde das mehrfach umgesetzt? Der Turf war einmal umsetzt. Einmal. Ja. Und ja. wenn Geld drauf war, dann wurde so zusammengefahren in Riel ja. und dann mit Galpe und dann wegfahren in Lohn. Aber wenn nun nicht so drögen, was ja voll von Witterung abhängig, ja. dann wurde ich abstuckt, ja. dass die Winter so dürr war. Ja. Wurde ich denn da noch in Bülten gemacht? Das war verschieden, wenn die dann nicht mehr brucht wurde,
Ja. Wenn sie einen Bürtür erfahren, der wurde in neuen Bürtenbock oder Winches, nennen wir das, ja. Und dann haben wir das als Reserve, oder die wurde als Reserve noch Kraftwerk hervorragend, da haben sie so Torf mieten, da sind so 25.000 Töne hin. Ja. Ne? Die mussten ja immer so einen Jahresbrand in Reserve holen, wird mal ja ganz schlecht lassen. Aber der Drögen, der Gebäude, noch hier nicht für mich noch? Nee, das muss halt ziemlich drögen gewesen. Das muss halt ziemlich drögen gewesen. Ja. Und dort war es natürlich auch so ein Puffer für die Bilanz dann in für die Betriebsstätte. Ja. Da konnten sie in Bilanz dann als Aufwiesen, als Bestand. Als Kosten. Nee, und dann kommst du ja schlecht nach wegen, wo wir tun, das was. Wenn du einen schlechten Bilanz warst, dann haben wir ein bisschen mehr Bestand. Genau. Nee? Dann kommt man das hin. Und das war natürlich für Wismar als Gemein natürlich unheimlich interessant, weil die NWK ja das hier in Wismar ein Betrieb war, ein Zweigbetrieb von Hamburg war. Ja. Und wir kriegen so 1, so und so viel Prozent von der Gewerbesteuer. Ja, ja. Und da hat man auch eine selbstständige Summe gut. Ne? Ich werde das deswegen genau, weil ich hier lange im Steueramt mit Gemeinde Westfeld. Ja. Das ist eine schöne Aussicht, 14. was der Hauptsitz von NWK in Hamburg. Den habe ich ja nie alle gegeben, das sind nordwestdeutsche Kraftwerke. Wo die sind dort in den Untergang? Die sind ja, haben ja fusioniert mit Fair. Feber. Und Feber hätten wir mit Bayernwerk. Und da ist ja dann schließlich. Ich bin Bayer von Leverkusen. Nee, Bayernwerk. Bayernwerk. Ja. So. Und da ist ja dann E.ON untergestanden. Ach ja, das ist E.ON. E.ON ist praktisch der letzte, was nun noch ist. Und deswegen haben die Idee auch. Die Gärtnerie, da kommen wir vor circa noch hoch, die haben sie doch hier verkauft. Ne? Ja. Und was sind wir mit den Gärtnerie? Ja, das war für die Ballast, aber das war eine, für die Gemeinde Wismar, die, also nicht nur die, das war die Mörder, und die, was nicht nur bloß Mörder, die haben auch noch gut für Geld. Ja, das war absolut spitze, ja. Ja. So ein Unternehmen braucht man ja, ne? Ja, ja. Ja, aber die gibt es ja auch hier und da mal anders worden. Ja. Ne, von da auch noch. Und so ein Kraftwerk, der hat viel Personal gebraucht, viel Töpfe gebraucht, aber da fuhr auch die Wärme an. Und die Wärme wurde auch gebraucht. Richtig. Und da waren ja auch viele Menschen beschäftigt. Ja, 1925 hat man die Gärtnerie gebaut. Ja. Ungefähr 80.000 Quadratmeter. 25 mit 80.000 Quadratmeter. Ja. Ohne Glas. Das war damals. Die größte Gärtnerei, so haben wir das in Skalaliert von Europa. Das sind 8 Hektar, ja. 8 Hektar ohne Glas, dann ist er was. Ja. Von da auf ist er natürlich nicht viel mehr. Nee. Den Hinrichsfeind, da haben sie geguckt, ja nicht und Fernseher, sie werden es ansehen und der haben nun, dann läuft das fair und vielfach. Also, ja, nee? Das ist halt eine ganz andere Entwicklung. Ja. Aber da haben sie diese Dinge und dann haben sie den Hof gebaut von 135 Meter lang und bestimmte Breite. Und dann haben sie ja überwiegend Gurken und Tomaten. Das waren also die, die Früchte, die ich ganz Jahr einige. Ja, 2,5 Millionen Gurken haben die und 200 bis 300 Tönen Tomaten haben sie dann ernt. Ja. Ja. Und sie haben als Ergänzung haben sie dann aus Melonen angebaut und Erdbeeren auch. Erdbeeren, ja, der kriegt im ersten Jahr kriegt der König von Schweden ja immer. Ja. Der kriegt immer die erste Erdbeeren, da hat Jan-Hendrich einen besonderen Kontakt. Mhm. Und auch die Früchte, die dann produziert wurden, die Wismar-Erzeugnisse oder Wismar-Früchte, die waren unheimlich begehrt. Ja. Die waren in der Bundesrepublik, wurden die verfahren, verladen, wird bauen, entfahren und so wieder, aber sie haben auch LKWs und der ging auch nach Schweden. Ja. Ja. Ja, also da habe ich wohl von gehört, dass die Königshus in Schweden eigentlich von Wismar versorgt wurden in der Verbindung. Und dann haben sie damals in Bier so ein bisschen von Holland aufgegeben. Ja. Nee? Aber das, was wir dann produziert haben in Wismar, dann war es 1%
Einfuhr von Holland, ne? Also das war natürlich auch nicht. Und was sie dennoch anschließend noch machten, dann werde ich noch genau, da habe ich auch ein Teil mal um Olheim West, da haben sie denn Pilze anbaut. Richtig, Champignons. Champignons. Ja. Und der war es natürlich auch unheimlich begehrt. Ja. Aber nach dem Wasser und nicht mehr lohnenswert. Ne? Nee. Das ist, manchmal ja alles regnen, das kommt auch. Ja. Ja, und Lebensmittel haben ja nicht das gebraucht, was Luxusartikel inbringen. Und beschäftigt war es dann natürlich auch interessant. Und was in Spitzenzeiten war es nur um 180 Euro beschäftigt in der Generalei. Ja, ich weiß, von Timmel, vorhin darüber. Ja, ja, ja. Und der Zentrale hier in Wismar, was hat der denn für eine Bedeutung? Zentrale war es auch immer irgendwas, ja, das was Besonderes. Ja, Zentrale, das war eigentlich das Kraftwerk. Ja, ja. Und da ist ja von da auch noch. Ja. Durch das Gasthaus wird Zentrale benannt worden. Richtig, richtig. Ja. Gegen das ist in der Bürgerrückmode, wenn man da ein bisschen über Wismar Bescheid weiten will, von der Überlandzentrale zum zentralen Ort. Das stammt von Helmut Sannes. Helmut Sannes ist Mesterwest. Der ist Mesterwest, der kommt ja sogar aus Fein. Ja, der Herzog in Westgrafen. Ja. Ja. Er ist leer schon leider verstorben. Ja. Und der hat auch die Wismar-Chronik gemacht. Mhm. Und wir haben ihn, und als Eilert Schmidt Burmester geworden ist, sind wir, wo weiß ich ja, zwischentitel Gemeindedirektor geworden. Ja. Da sehen wir, möchten irgendwas haben, was wir so mal verschenken können, wenn da weg ist, kommen. Ja. Und von Wismar und von einem bisschen Inhalt hat. Ja. Und da haben wir uns dann sehr, lassen uns die Chronik doch eben komprimieren. Wir werden dann mit Helmut Sanders broten. Mhm. Und nun hat er. Du, ja, 1996 bin ich Gemeindedirektor geworden. Ja, da bist du Gemeindedirektor geworden. 1996. Ja. Ja. Du hat he das in Dittberg verfasst, also von, Überlandzentrale zum zentralen Ort. Ja. Und da sind die ganzen Stationen so, ja, so hin und da. Also, wer was über Wismar weiten will, also, dieses Buch ist da wirklich sehr aufschlussreich. Ja. Ja. Ja, das hört ja in der Feinsammlung dann auch mit dir. Der Wismar ist in Wirklichkeit ja ein. Ist ein Fein, ja. Fein. Von über Wilhelmsfein 1, 2 und so. Genau. Friedenburg, Wismar, genau. Wir sagen ja, die Wismar haben die Existenz der Westgrafenkis zu verdanken. Ja, das ist vielleicht auch nicht ganz. Da ist der Ursprung gewesen, ne? Ja. 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 Man ist ja hinaus davon aufgekommen, von der Torfverbrennung. Ja, ja. Was das denn für einen Grund hat? Ja, 1963 ist das was. Nicht? 65 sind sie anfangen, oder 65 ist sie dann Schlödel umdreht worden, ist sie Diechmar worden, stilliert worden. Ja. Der Grund war es natürlich, so als von Dauchhoek, wenn sie das nicht mehr rentieren leid. Ja. Und denn, warum rentieren sie das nicht? Dann rentieren sie nicht mehr, weil die Gaskraftwerke kommen denn, und Kohlekraftwerke und dann. Und Gas war so viel billiger. Das war so viel billiger, wenn hier allein dusend Mann beschäftigt sind, um dann 6 mit 8 MW Strom zu produzieren, dann kann man so gut regeln, weil das. Das stand nicht mehr im Verhältnis. Und sie haben eigentlich produzieren sie 38% haben sie an diese Gesamt, was die verbrauchen den, das Kraftwerk und dann sagen sie wie 3,1%. Ja. Nee, das war ja nicht mehr rentabel. Nein, nicht rentabel, aber mit der eine Stromerzeugung und Gas. Ja. Das ist doch hier nicht passiert. Doch, wir haben ja anschließend 65, anschließend haben wir ein Gaskraftwerk kriegen. Achso, das ist hier doch gemacht worden. Und das ist der Datum, ja, mit 1996 ungefähr. So lange doch. Ja, und das ist aber nicht eine Grundversorgung fest, das ist für Spitzenlast fest. Achso. Ne, ein Gas, den kannst du ja flink hochfahren. Ja. Da muss ich auch in M ein Gas. Eine Kraftwerk gebaut worden.
Ja, das habe ich auch in Erinnerung, aber ich Ja. habe nicht Ihr Dorf genau. auf den Ja, die hatte. Stromversorgung für Ostwestern, für Emden. Und dann Ja, ist er doch das im kann Wissen. gewesen, aber die Spitzen, Ja. die hätten das Gaskraftwerk, Ja. da wurde taschalt. Der Aber Matan. wie gesagt, das läuft knapp 30 Jahre und dann ist es Wachbruch. Aber dann ist dann auch ja mit der Abwärme wiedergegangen, also dass die Gärtnerin wieder mit Abwärme versorgt wurde. Die sind teilweise mit Abwärme wieder versorgt worden, aber hinaus haben sie auch Gasanschlüsse kriegen bzw. Ölanschlüsse. Dass sie Sülz Ja, gehalten wird. 1965 haben sie die auch aufgebrochen. Das waren sie auch Hus, die waren auch überaltet mit den Ja. Gurken und Tomaten. Ja. Und da waren sie auch nicht mehr gegen die Holländer wettbewerbsfähig. Und du hätt ja, du kommst ja Dr. Quirtmeier, und der hat damals die ganze Ohrenhus sind ja aufreden worden. Und da sind ja alle nie gewächshausbaut worden. Und da haben sie auch ja den Blumenanbau. Ja, Und und da muss man dann anfangen. ja, und die haben die industriemäßig dann ja Blumen dann vermarktet. Was sie von da auch noch machen dann. Da ist dann auch ein Geschäft, was Ja, über ganz Europa locken ja kann. die, das läuft dann. Sie haben natürlich auch mit den Holländern auch, Ja. als ich da in Gemein warst und das Gemeindirektor habe mit Quirtmeier auch gar in Kontakt. Ja. Der habe ich auch wieder Torhus damals aufgehört, nicht Torhus, Und das das ist ja das ist, Verwaltungsgebäude von damals ja. MDK, das gehört ja Gemein. Und das ist ein Gemeinde und der Ja, andere ist Quirkmeising. ja. Ja. Und Quirtmeier, die haben damals ja auch, die haben ja auch, den, auch noch Landwirtschaft und so weiter und Bullen haben sie und die Ja. blaue Versauen haben die auch. Ja. Nee. Ja. Das hätte er aber aufgeben. Ja, die Junge mag das nur ja. Und sie jung Die blau, Jung fällt die ist. blaue Fasan Ja, an nee, die. die führt die ganze die Firma wieder. Ja. Gärtnerei, die Ja. GmbH, Einschließlich Baumtum. Golf. Einschließlich Herz. Golf und Blauer Fasan und so Ja. wieder. Die Bullen haben sie ja auch geschafft, weil Ja. das ist ja nun der Golfplatz geworden. Ja. Ja, der Und Golfplatz wird sehr gut angenommen, so viel Equipment haben die, so mit 800 Mitgliedern. ja, das ist ja enorm, ja. Erstaunlich. Ja, das ist natürlich Das auch, hier. wie es war, vom Verkehrsmäßig und so weiter. Ja. Also ist Golf spielen ja ein Sport für besonders Betuchte. Aber dass hier so viel in und um wie es modern geht, Ja, der ist auch es kommen aber viele Weißen. auch aus dem Und Rheinland. ja. Ne? Durch die Tullums Ja. als Friesenspieß, A31, ja. ein Udati, ist das Ja. unheimlich. Die können so einen Weg näher nehmen, Ruhrbrunschen. Ja. Wenn wir nachten, sie haben die auch den Hotel mit, ich weiß nicht, wie viele Betten sie haben. Und die können da übernachten. Ja. Und ja, ist immer gut belegt. Gut. Ja, das ist eine Freizeitanlage denn Ja. für die Kurzurlaube so. Ja, ja, Ja. ja. Insofern über die Kurzdistanz, ne? Ja. Das Industrie. Unternehmen NWK ist ja leider noch aufgebrochen worden. Ja. Das ist ja schade. Ja, das ist Man sehr würde von schade. da, wo die heutige Sicht, würde man das ja Ja, erholen. ja, Denn das hätte ja wahrscheinlich in dieser Form noch einmal gegeben. ja. Ja, ich wusste auch nicht, ob das noch ein zweites Torfkraftwerk geben hat. Aber so als du als Young bist, du warst damals Klino Hedemann, der war Ratsherr bei uns. Und ich war damals ja ziemlich jung, als ich nach Gemein gekommen bin. Ich bin Ja. 65 aufgebrochen, ich bin 64 nach Gemein gekommen. Ja. Da war ich erst 1,5, 2 Jahre da, aber auch mit einigen Ratsherren gehörten Kontakt, unter Ja. anderem auch mit Klino Hedemann, der dort beschäftigt war. Ja. Der war so Schaltwerk da. Ach so. Und wir haben da noch ein bisschen verkämpft, um das zu holen. Aber die meisten, die waren natürlich dagegen und damals konnte man sowas auch noch nicht so bewerten, finde ich, als wenn man das von da auf was ein Unding wärst aufzubringen, da Das da auch. unter Denkmalschutz stand und Ja. da war es überhaupt nicht drin. Aber Nein. man kann nicht damals die Ratsherren, das muss ein Ratsbeschluss, Ja. nicht? Und kann man ja nicht im Nachhinein auch keinen Vorwurf machen. Obwohl, das wäre es ein Industriedenkmal, wäre es nicht ein Kulturzentrum haben wir da und machen Ja, können. Ne? genau. Ja. Und all das, was man hier findet, auch in dem Ja, was Torf- wir und hier, Siedlungsmuseum das hat. Torf- und Siedlungsmuseum, was wir hier nun 1784 gebaut Ja. haben, das haben wir da alle Alle integrieren im können. Grund, Ne? ja. Das Und wäre hier war es vorher auch nichts, aber was hier. hier? Hier war es nichts. Ne? Was Nichts. hier steht, Torf- Das und ist Siedlungsmuseum, das ist alles gebaut worden. A Lauterbahn. Ja. Also das Haus ist ja am Boden. Ja, dann Ob das haben wir. Gelände war zu machen. Ja. Da haben wir ja. Und die Bausubstanz
Ich weiter, bin noch ein paar Mal Invest, weil Karl sagt, er war Vorsitzender von Germania Wismo. Ja. Und ich spüre ja fast bei Germania Wismo und dann komme ich doch mal hin. Das war alles Picobelle. Ja. Ja, Konzerne, ne? Ja, ja. Nee, das ja, das Geld, ja. Und die legten das Geld auch wieder an, ne? Ja. Ja. Die legten dann in die Runde kommen, das kann ich mir denken, ja. Ja, das ist schade, dass das verschwunden ist. Da gibt es ja für auch noch Bilder von und gibt auch Filme davon. Ja. Wo die Kühltürme dann noch im Wies waren. Ja, drei Kühltürme was ja, das ja. Ne? Genau. Da hängen im Winter dann so 3 Fahrmeter E-Circles an. Ja. Ne? Wir dürfen da aber nicht her, der war so oft schwer, wenn die Runde fallen. Ne? Da war es ja Gewicht. Da war es Gewicht und für die Kühltürme, da lebt die Kühlerschlucht nach. Ja. Und da kommen natürlich schon Frauen in Baden, ne? Weil das war im Baute was. Ja, ne? Da ja, ich auch im Baute. Da was? Ja, da war ich auch im Baute. So im März, ja, April so. Wurde im Baute auch gestorben? Ja, das war nicht toll, aber, nee, aber wir haben dann auch. Wurde dort, ja. Ne, das war nicht so breit, war es nicht, aber da kann man so in langlaufen. Ja, ja. Hm. Na, ja. Und ein Nachteil hat das natürlich. Knall, wie was in der Jogobschkölz und in Nordgeosin-Kanal, dort war es dann natürlich immer oben. Ne? Ja, da lebt Warmwater. Da lebt Warmwater immer und jetzt spült dann immer so ein Heinern, so 30, 40 Meter von Schlot links und rechts. Ja. Was denn, das ist wohl nie fast. Wurden da noch Bild Fischen fangen? Ja, angelt wurde und Bild, ja. Ja, ja, ja. Also war, wie wenn da in Open Water war so. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Nee. 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 Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Nee. Aber das war immer voll von. Unten und so wieder, ne? Durch die Freisen, da waren die da. Ja, ja. Ja, ist ja klar. Ja, ja. Hinrichsfein habe ich darüber gehabt. Hm. Hinrichsfein ist ja dann relativ laut entstanden, also der Jan-Hinrich Sintied. Und da war es ja erst eine Arbeitersiedlung. Hm. Und die Arbeiterhosen, da haben sie ja dann einiges entwickelt und haben da ja recht groß was vermacht. Ja, die Arbeitersiedlung sind auch ja damals an, wenn man nach Remmels vorne an Knaulang, dann sieht man erst, wenn man in den Ries fängt, ja, das sind ja individuelle Hus, aber dann gibt es eine Siedlung, die läuft jetzt in 12 oder fährt ein Doppelhus. Ja. Die sind auch noch ein System gebaut worden. Das sind Bulls sozusagen. Ja. Und dann bitte nach Rhododendronstraut. Und von Rhododendronstraut na, der Schkörl her, da sind nochmal nie eingebaut worden. Ja. Und dann, wo wir eben dann mal von Prokt haben, da sind auch ja in den 50er Jahren, ja, 50er Jahren, ist alles noch besser mit den Leimhütten, der ja überall mit ob ein, wie er den Löffnerstrauch, ja, wenn modernisiert worden, beziehungsweise aufreden worden ist, wo vernünftig Hus wurde. Ja. Und dann ist Hendrik Svein, denkt schon mal, fantastisch, da haben sie den großen Schub kriegen. Du hätt, ist er über die Niedersächsische Landgesellschaft, sind da so 20 bis 25 Gärten ansiedelt worden. Ach, die sind da ansiedelt worden? Da sind die ansiedelt worden, ja. Mit Hilfe von Landesmitteln. Das sind überwiegend Zierpflanzen West, also die auch den Gewächshaus haben, aber auch Baumschulisten. Mhm. Und die haben so dann ja auch diese Genossenschaft, Nordwestblumen-Tersammenschaft. Ja. Und das, um das zu vermarkten. Ja. Und da sind natürlich auch Werke so Papenburg-Fest und so wieder. Ja. Und was nun ja auch ein bisschen wer noch vergrößert worden ist und haben sie ja teilweise von Wismo weggenommen. Mhm. Ja, die sind ja noch mit den Emsländern ohne den richtig zusammen. Ja. Gekommen, ne? Ja. Um die Vermarktung in ganz Europa noch intensiver und intensiver und noch mehr Synergieeffekte mitzunehmen und so wieder. Aber das. Das läuft ja wohl recht gut, oder? Nach wie vor. Ja. Und auch derjenigen, wer sie nicht mehr ohne die hohen Heizkosten von den Gewerkshusen leiden. Ja. Von da auch allerdings zum Teil auch abfangen wird. Mhm. Und wie die Biowasserlagen, die sie so ist, dann haben. Ja, das eine von. Ja, die haben sie gebaut, oder? Ne? Ja. Ja. Und anders. Mit Fernwärme. Ja, mit Fernwärme. Anders ist das ja eine gewaltige Belastung. Ja. Die Energie, die von da auch so teuer ist. Mhm. Ist ja eine Entwicklung, die ja eigentlich auch hoch anzuerkennen ist, dieser persönliche Einsatz und das Marktgeschehen, was sie miteinander auf Bein gebracht haben und was sie auch dann auch in ganz Europa mit ihren Planten dann auch doch behaupten können. In Wettbewerb. Ja, das ist gewaltig, ja. Ne, die
viele Arbeitskräfte, die damals waren. Ihr seid noch die Frau, als das Kraftwerk da still geworden ist. Ja, du warst. Wo bleiben da die Arbeitskräfte? Ja, da waren dann keine leichte Zeit damals für Wismar. Was hat so spontan kommen, ob ist das nee, das ist, nee, das ist also langsam haben sie reduziert und ja. So wieder, ja. Aber da haben wir, ich weiß das noch, ging mal 64, 64, 66, da habe ich noch, wovon ich nicht anbiete, gemein, oder ja. Noch mit Knäppet Brot, ich sehe, nun wird das ja all weniger hier. Ja. Meine Firma hat mir angedacht, wir können aber anfangen. Ja. Die Karte muss ja kündigt, du weißt ja. Nee, sie knippet. Unsere Verwaltung wird nicht reduziert. Und da werde ich dann haben, wie dann auch Politikerstruktur hat, die dann auch so in Europa umgekehrt haben, ob man da Firmen ansiedeln kann. Und da haben wir ja zwei Werke von Wittmann und Hölschel. Ja. Da war es ja einfach eine große Arbeit. Ja, da waren in Spitzenzeiten haben die 360 Mann beschäftigt. Ja. Das war es natürlich auch gewaltig und was sie vor allen Dingen haben, sie haben eine gewaltige Ausbildung. Das ja. Was du meinst. Kundorin von den Leuten, die mehr Arbeit haben, auch unterbrochen worden. Da sind auch ein Bild unterbrochen worden, die umschalten. Ja. Ja, aber die mussten auch richtig geschrieben. Ja, die mussten richtige. Ja. Nun waren sie auch in Möhr, da waren auch ein Werk ist. Der um Beruf lehrt hat. Ne? Ja. Was durchaus wirkst du ja. Wieder in Metallbranche, was man ja. Ne? Ja. Und die haben sie damals aufgewählt und Wittmann und Hölschel Wismar, das war ein unheimlich starken Betrieb. Ja. Aber hinaus so gut, auch ja, das wäre weniger. Und da haben sie. Wittmann und Hölschel, was macht ihr denn? Was bauen sie denn? Die bauen Maschinen. Maschinen. Ja, wer für Maschinen? Bauen ja, Maschinen in. Allgemein? Ja, hauptsächlich auch für Papierindustrie und so weiter. Ach so, ja. Ja. Und dadurch, dass sie die gemacht haben, das war ja in den 90er Jahren, ja. Da haben sie Fährmann selbstständig gemacht, also jeweils schwer, haben sie dann GmbH zusammen gemacht und haben wie in Gewerbegebiet Hendrixveen, haben wie Hallen gebaut und dort sind die da hinkommen und haben die so selbstständig gemacht. Ja. Und der haben du wieder gemacht. In der haben wieder gemacht. Natürlich nicht mit den Personen. Ich weiß, dass die anfangen sind mit jeweils 12 Mann, also 24 Lü. Ja. Und der haben sie natürlich hinaus auch gewaltig gemacht. Ja. Ja. Und der machen, wie gesagt, also eine Aufgaben, die hören in unterschiedlichste Form tausendmal worden. Ja, die haben auch noch Aufträge von Wittmann und Hölschel gekriegt. Die Stammhaus von Wittmann und Hölschel, was ist der? Das ist in Längerich. In Längerich? In Längerich. Also, und da arbeiten die von da auch, die Nachfolger von... Ja, da sind auch Bild hergekommen damals. Ne? Die sind von hier und da hergekommen. Die sind da, haben sie damals einen Stiel am Boden. Ja. Und da sind einige und Föhl sind auch auf Montage, weil die Grobmaschinen machen, dann wurden in Russland und da montiert worden. Und die sind dort dann... International in alle Welt verschreut und bauen dort die Maschinen. Und die hier... Die Nachfolgefirmen, die auch Aufträge von W&H kriegen, das ist eine Firma, die macht auch Zerspannungsarbeiten. Also die sind gut zugange gekommen. Ja. 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 Aber immerhin, da bleiben die Arbeitslosen. Ja. Und diese Arbeitslosen, die müssen ja nicht so blöd melden und sagen, wir kriegen das ist mein Konto. Da kriege ich Geld. Sie müssen ja hinter stempeln. Ne? Ja, die müssen hinter stempeln. Sie also. Müssen ein Böckchen verlernen, beziehungsweise sie müssen da mit einem. Stempel. Ja, aber wie haben die in Geld ja, aber wie in Wismar haben das relativ flink auch denn wer abfangen mit anderen Betrieben. Ja. Bohnen und Dojen entwickelt so gewaltig. Ja, genau. Ne? Denn Schröder KG. Ja. Unterelbe Fahrzeugbau. Ja. Dann haben wir, ich habe eben gesagt von Karl Mayer und wir haben dann auch den Textilbetrieb nach Evers. Ja. Wir haben Steilmann in an Wittmunde Straut, wo wir hinaus auch Olympia so im Jahr drin hatten. Ach, richtig. Olympia, wir haben zwei Stellen von Olympia und die haben auch mit 250 Mann beschäftigt. Ja. Aber der Mast hat ja doch ein ganz gut ja, wir haben, Ausgleich. Doch, ja. Also, und dann ist auch immer die, Manko, wenn man einen Betrieb hat mit all Beschäftigten, wenn der dann irgendwie was hat,
Wenn die dann Husten died, dann haben die Lüge Lungenentzündung und dann ist es vorbei. Ne? Ja. Dann war es wie Gott sei Dank wie Bohnen durch und dass die für, ja, für 50 Jahre, dass die in Insolvenz gegangen sind. Ja. Die Firma ist ja bestaunt geblieben und er läuft ja auch nur Geld wieder. Ja, und die haben heute, wir haben ja über 2000 Beschäftigte. Ne? So viel. Ja, haben ja. Die Spitzenzeitung, Zeiten nach ein Dojen und ein Bohlen. Ja. 2700 Mal. Ja, und der war es nur international. Der war es international mit ja. Der, und manchmal ja auch alleine mit ihren Spezialgeräten. Ja. Mit, wenn sie Gasleitung unter das Wattenmeer lang leer kämen ja. Und so wieder. Und, das ist erstaunlich, dass sie das beherrschen. Das ist erstaunlich. Was. Ja. Ich meine, das war ein Jahr, wie es mal die da beschäftigt waren, aber sie haben uns ja in Rendsburg, also in Schleswig-Holstein, ja. In Bad Kreuznach haben sie zwei Betriebe. Ja. Und auch schon auch in als 1989 die Grenze oben ist, in Gommern, in Osten. Da haben sie auch Betriebe. Haben sie nicht auch in Russland, was? In Russland haben sie auch mal was gemacht, okay. Ja. Mhm. Ja. Also Heinde Oden kenne ich ja auch. Ja. Und sind ja Menschen, ja, aber nicht mitweg noch mit zusammen. Ja, näher als wir, weil man sich auch gar nicht unterhalten kann. Ja, ja, ja. Und sind ja bei uns dann nicht geblieben. Mhm. Also, dass die damals die Möglichkeit haben, sich so zu entwickeln, das will ja auch was halten. Ja, ja, ja. Da haben ja vielleicht einen Marktlücke gefunden. Mhm. Vielleicht haben sie natürlich auch besonders ja, also aktiv erst. Und haben das waren so, zweifelsohne waren die aktiv, ja. Nicht? Ja. Die sind ja nicht schon 152 oder 53 ja. Sind sie mit dem LKW, haben sie geschippt, die haben die geschippt fort ja. Von Herr Faudes und da sind sie schippen, das ist nicht, das war nee, mehr nee. Mit einem LKW. Ja. Und so haben sie sich dann ja auch entwickelt. Ja. Aber mit Schifffahrt sind sie in Verbindung geblieben. Da sind sie noch immer in Verbindung geblieben. Mit Hörwarte, Leitungsbau. Für sie allein durch, noch mitweg, als sie diese Nebelminen nahelt haben, ja. Hier von M. Ja. Da haben sie den Aal dat und dann haben die Buren dann Kopert vom Markt oder Getränke in ja. Dem Land und so wieder. Ja, ja. Nicht? Wo ich ja mit Alben handelt. Ja, ja. Ja. Naja, das ist auch egal, wenn sie dann mit solchen Sachen befaufen und dann noch Geld machen können. Hm. Das ist immer etwas, was Unternehmen insgesamt ja. Von profitieren. Nein, ne? Ja. Aber nochmal im Zurück auf die Arbeitslosen. Die Arbeitslosen, die dann arbeitslos werden und stempeln müssen, die sollten ja nicht bloß in Hause rum. Nee. Was machen die denn anders noch? Ja, die wissen auch ja dann. An Turf glauben. Ja. Und dürfen sie dann auch die Stempeln anliegen. Nee. Und wenn dann kommen die von Arbeitsamt, da werde ich noch als Kind, die fahren mit Motorrad wiegen hoch, ja. Hauptsache ob Fans. Ja. Und wenn die dann irgendwo ein Stück sehen, die mördern ja. Vor dem Land hoch und ja. Dann war es natürlich Heiland in Lot. Ja. Und da kommt ja, wenn so ein Laufschuld, ich bin nicht, wo hätten die. Namen ist mir entfallen. Hey, ist von Arbeitsamt, der ist unterwegs. Und dann kommt dann erst so ein Lauffeuer und der lachen der platt empört. Ja. Und dann haben sie Domotsch auch eintritt, haben sie die auch wahrscheinlich Schikane, muss den zweimal hinter stempeln und so ja. Wieder. Ja. Nee, ganz nach Hannes Auen, ja, die von Fein. Und dann mussten die Klumpen natürlich schwinkelt worden, ja. Da wirst du kein Moras anwesen, da kicken die ja sofort. Ja. Ne? Die Lüge haben das Domotsch wieder, die Stur. Ja. Ne? Und ich weiß nicht, ob so ein Porter auch Grauben waren sie auch angewiesen. Ja, die mussten das ja nötig dafür ja, ja, ja. Ja. Aber wie gesagt, in Dummholz ist in Wiesmo auch ziemlich aufwärts gegangen. Ja. Mit der Firmenansiedlung und die Kaufe. Aber in Luisenwicke, da sind ja von da auch noch Flächen, die nicht oft Turf worden sind. Ja. Weil das Siedlungshaus für den Zeit, ja, richtig. Ob die aufgetürfte Fläche ja. An der. Und Hauptfigur. Und hier unter der 8. Seite noch die Hochmörner. Die Hochmörner. Aber sind bewusen nun, ne? Ja, sind bewusen und sind auch ja. Ah, runter. Wesentlich genau. Ja, und wenn Baute drüht ist, ja, wird neue ja, Lücke. Ja, ja. Ja, ja man hat 95% Baute. Baute, ja. Ja. Aber immerhin ist was von sichtbar noch. Mhm. Und das war es ja eigentlich dort für die Zeit, wo sie dann. Ob er groß zu wohnen denn und wie der Herrn Hörter Brücken den Konsens so ja verheißen. Ja, ja. Ja. Aber na, es war gar so billig dazu. Das ja, da war es. Frau mir bei groß nicht mehr lohnt. Ja, wenn ich hier Besuch komme, dann fragen sie auch immer, wird noch Torf abgebaut? Ja. Dann sage ich immer, nee, das ist ganz, ganz schwierig, man kriegt keine Genehmigung mehr für. Ja. Und früher war das Aufgabe derjenigen, den ein Stück Grund kriegen, die Stunde in Abteilung 2, so ja. Und so viel
Mögen oder Quadratmeter Tür sind jährlich auf der Bahn. Ja. Nee, ich weiß nicht, ob das kontrolliert worden ist, das weiß ich nicht. Nee, aber die Grund war eben, dass man die Fläche freikriegen wollte, um richtig, Kulturland zu machen. Um Kulturland zu kriegen, ja. Finde ich auch gar nicht denkbar, ne? Nee. Nee. Was hat man denn tatsächlich meist ab damals, als das Werk stilllegt vor? Nee, das war es noch nicht ab. Also für wie viele Jahre haben wir denn noch wohl gehabt? Das ist schwierig. Sie haben ja mit 1975 haben sie Pachrechte. Ja. Wenn sie kein Eigentum haben. Ja. In 1975 und 64, 63, 64, 65 haben sie die gemacht. Ja. Da lagen ungefähr 10 Jahre noch. 10 Jahre haben sie noch. Sie haben ja ungefähr jährlich 50 Hektar, 50 bis 60 Hektar haben sie aufbaggert, aufgetraft. Ja. Ja. Ja, wie 120 bis 140 Dutzend Tönen. Ne, dann macht man noch so viel haben. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, weil die Mörder eben auch unheimlich bescheiden waren. Ja. Da gab das, im Schnitt waren das 2 Meter, aber da gab es auch 1,50 Meter und anders war es 3,50 Meter. Ne? Ja. Und sie mussten ja mit unten auf Sand, da sagt ja die brennhaltigste Törf, ne? Die Schwarttörf, die sagt ja nicht über Sand. Wo hoch war es die Mächtigkeit denn insgesamt wohl? Die höchste Mächtigkeit von Moor? Wir haben hier einen Reliefhang, da haben wir in Hauptweg Ruthold, das ist über 4 Meter. Ja. Und teilweise hat er noch 5 bis 6 Meter gewesen. Ja. 6 Meter war der Wortbrot. Ja. Und dann, ob sie den über den Ruth kriegen, das war ja an den Emmes, wo die stehen sie dann in Steile, damit die den von unten noch was kriegen. Ne? Und dann war es dann natürlich manchmal auch, dann sind wir einen guten Kalf, dann war sie aufgebrochen, weil die. Die Bagger, die lebt ja auch mal lang. Ja. Ne? Und wenn der Taudeib weggenommen wurde, dann hatte ich ihn halt und vorlegt den. Ach so. Und wie als Kinder, wie freien uns ja, wenn die Bagger da in Kippen oder in Fassetten, dann kriegen sie nicht mehr Ruhe als mit einer Bagger. Ja. Dann müssen sie die erst zwei Tage, die leben ja langsam, irgendwo anders von Auflagers wegnehmen. Ja. Wie NBK, bin ich drin, aber wie TSG, die haben ja auch sowas. Also, da haben wir das öfter so was wie als Oma und Opa, die wohnen da ja. Und dann waren die da immer auf Mörl und dann kicken wir uns das ja an, wo das da loben. Das ist okay, was Besonderes. Ja, damals für uns Kinder, wir haben ja ein Auto und ein LKW. Ja. Da war es ein Bergmann an den LKW und ein Dorf in den LKW. Ja. Nee, war es denn nicht. Nee, aber von da aus ist es ja noch so, wo irgendwo in Moor Arbeit war. Da kickt ja jeder gegen Town. Ja, wo das verstanden geht. Ne? Ja. Das ist ja nicht alltäglich. Ja. Nee, ich meine, Wiesmoor hat sich da ja doch gewaltig entwickelt. Hier sind ja nicht nur Wohnhäuser gekommen, so was du erzählst, ist die Industrieansiedlung ist gekommen. Und mit der Industrieansiedlung natürlich auch das städtische Präge, von den Wohnsiedlungen. Ne? Ja, das ist damals mit den Firmen, ja, du kommst ja, wir haben ein Tiet, wir haben immer dann so eine Statistik, die wir irgendwie von Gemein, und dann haben wir immer die Firmen dann angeschrieben, wo wir Beschäftigten sie haben. Ja. Und wir haben dann immer sehr den Gemein Wiesmoor, der kann so süß. Alle Bewohner, die sie haben, können sie beschäftigen. Ja. Ne? Und die Einpendler, die kommen, da waren dann Utpendler für die Arbeit. Ja. Ne? Ja. Wir haben viel Einpendler auch von Fehn, von Friedeburg, von Remels, die Gemeinden, die um uns herum liegen. Und da kamen natürlich auch schon die Kaufhäuser, insbesondere das Kaufhaus Behrens. Ja. Ne? Die kommen da. Ja, die kommen in den Tieten, in den 60er Jahren. Ja. Kaufhaus Behrens war das erste in Grauthus, wo jetzt Italiener sind. Ach doch. Ja, und da haben die ja, wo die Nusen, da war es ein Getreide teilen. Teilen, sehr viel was. Ja, das hätte Behrens damals aufgehört. Ja. Und da hätte drei, vier Wohnhäuser gehabt. Der hat ja platt gemacht und den Parkplatz gemacht. So. Der hat damals unheimlich weitsichtig hat er gesehen. Ja. Und dann kam ja auch aus Möbelbus in Forstbach. Ja. Und das war natürlich. Sind das auch Wiesmoores? Ja, das sind Wiesmoores. Ja. Der Vater war Stellmacke und die drei Brüder, die haben diese Firma gebaut. Mhm. Und das sind nun ja die Söhne, die Enkelkinder. Ja. 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 Das Ural. Hus ist noch an Hauptstraut, Ecke Hortensienweg. Da ist jetzt ein Floristin. Ja.
Und oh, das ist ein Ordnungshof. Das ist ein Ordnungshof. Ja, der Mann da. Ja. Du bist ja hier in der Gemeinde und auch der Gemeindedirektor bist. Ja. Wann bist du Gemeindedirektor geworden? Ich bin Gemeindedirektor geworden 1996. 95, 96. Ja. Und du hast... Das kostet den weit, mein Vorgänger, der wo ja krank und nicht zugeschaut. Ach so, ja. Vorher war ich seit 1984 Stellvertreter. Ja. Mhm. Und du hast dann auch doch ein halbes mitgestalten können. Und das was auch ja recht rührig wärst, und wenn ich dazu denke, ne? So was hier in das Dorf- und Siedlermuseum, bist du auch hier mit aktiv wärst. Hm. Hast du dort auch in die Tiet als Gemeindedirektor mit an Arbeit gekonnt? Ja, 1985 ist ja das Dorf- und Siedlungsmuseum gegründet worden. Und ja. Da ist der erste Vorsitzende, was du musst, Dr. Fräs, Zahnarzt Fräs. So. Und haben alles, was der Stellvertreter. Ja. Und haben alles, was ja auch Ratsherr. Ja. Und nicht nur Ratsherr, aber auch im Verwaltungsausschuss. Mhm. Das zweithöchste Gremium Nordrhein. Ja. Da eigentlich wird das sehr. Und er war für dem Jahr Meister in Schörl, in die Großschörl, Mittelpunkt Schörl. Und du hast er dann pensioniert wurde und Otto Block kommt da hin, du hast er dort auch Geld gesammelt. Ja. Und du musst das gut. Und ja. Du sei dann sehr mit Stegowald zusammen und ich war der Kämmerer. Ja. Und Henny Behrens. Und du haben sie zusammensetzen und du haben sie mehr oder weniger den fast einen Verein gegründet, 85. Ja. Und sind dann mit dit Hus, wo wir nun sind, das ist das erste Hus, das ist 85, 86 gebaut worden. Ja. Und dann haben wir sukzessive dann neu gebaut. Und du hast ja heute noch ein bisschen Geld in Kasse, da konnte ich ja das der erste Stock erlauben. Ja, dann auch kriegen die auch Zuschüsse von. Nein, also für die Zuschüsse haben wir damals auch nicht gekriegt. Nee. Als ich damals, als ich das zweite Haus da haben wir mal von Bund Zuschüsse gekriegt. Ja. Da wird viel Bolzen uns besorgt und Günther Peters von der was in Landtag war. So. Normalerweise Wilfried Bolzen, weil er auch Mitglied bei uns ist, glaube ich sogar Gründungsmitglied. Ja. Der hat ein besonderes, der was um das Bundestagsordnung ja. Haben, ein besonderes Hart hier an das Museum. Ja. Und sonst ist der Bund für solche Sachen eigentlich nicht zuständig. Nee, gibt ja mal von hier und da irgendwelche ja, Zuwendungen, ja. Die freigeben. Ja, ja. Und aber meistens ist das bloß so ein Gießkannensystem, wo jeder ein bisschen kriegt. Ja, und der was haben natürlich. Als ich den Boss was schon haben, natürlich immer bei mir abdrüppel. Ja. Ne? Und ist auch den Gaulen Saug und dann ja, haben wir dann auch nach Möglichkeit immer unterstützt. Ja. Wenn auch nicht mit Bargeld, dann aber mit Handwerksleistungen ja. Von Gemeinde. Und das ist auch, okay, dort, und das ist auch so geblieben. Ja. Und ich musste muss haben, alles ja verwenden. Wenn ich abgeben die als Gemeindedirektor, dann ich hier dann helfen die. Ja. Und dann bin ich auch vor 2 Jahren dann Vorsitzender geworden. Und hab dann auch hier 12 Jahre gemacht. Ja. Wird nur im Juni. Das ist auch hier anzuerkennen, was hier gemacht worden ist. Und hat auch hier entsprechende Taulob. Ja, wir haben 20.000 Besucher im Jahr. Ja, das ist erheblich. Ne? Ja. Wiesmann hat ja natürlich noch mehr dabei. Wiesmann hat ja auch kulturell in der Welt. Wir haben Trachtengruppe. Die meine Frau machen da. Die macht er. Die macht er noch. Ja. Wir haben die Freilichtbühne. Ja. Die haben das Blütenfest, was hier unheimlich gut ankommt hat und über Jahren auch hier Bestand hat. Ja. Mit internationalen Besuchern. Ja. Das ist ja gewaltig, was hier so. Ja, das Blütenfest, das ist 1952 das erste Mal was. Ja. 1951 haben wir Verkehrswein gegründet. Da war übrigens Jan Hinrichs auch mit den Treiber, Knippert und. Eilert Schmidt. Ja, die Stunde auch achte. Ja, die Stunde achte. Ja. Und das hat noch mit dem auch der Erfolg von dem Tourismus führt. Ja. Eigentlich da haben wir ja gewaltig, was Tourismus mit wollte, mit dem Standbein von Wiesmoor. Ja. Ja. Das hätte ich damals anerkannt, dass Tourismus das ist damals, Bedeutung ja, hat. Ja, dann hat ja. Und dann, dass die Freilichtbühne und dann hat sie eine Lettische gebaut worden. Und du warst da natürlich auch mehr Betrieb und leider ist ja so ein Open Air immer mit Wehr verbunden ja. Und deswegen ist dann nur im Augenblick, ja, nun sind wir wieder anfangen, die Niederdeutsche Bühne hat ein paar Stücken gemacht, die sind auch sehr aktiv. Ja. Und dann haben wir ja nicht die Blammenhalbart, ja. Ne, was ja natürlich auch jetzt zwischenzeitlich umgebaut worden ist und
der natürlich auch in Spitzenzeiten an 100.000 Besucher hat. 100.000? Ja, in Spitzenzeitungen. Das ist gut. Zeiten, ja. Als 1989 Osten Open kommt, die, ja. Die Folgejahren, ja. Nennt dich ein, zwei, ja. Nennt dich. Ja. Du warst halt ganz gewaltig. Ja. Aber das kommt doch hier gerade an, ne? mit der Wasserorgel und auf dem, ja, Platz, ja, ja. Mit, ja, dem Umfeld, ja. Insgesamt, Café, hör doch hier was dabei. Ja. Die Open Air Gärten ist nur noch gekommen. Ja. Das ist auch, ja. Fichtern Hektar, ja. Fichtern Hektar insgesamt ist Fichtern Hektar. Das ist gewaltig, ja. Das sind auch, ja. Ja, nochmal zu den Trachtengruppen. Die Trachtengruppen haben ja eine eigene Tracht. Ja. Ist das Tradition oder ist da einfach was entwickelt worden? Was nee, das ist ein das ist eine Tradition, die meine Frau natürlich bitte verteilen kann, das Eck. Und das ist auch irgendwo Fassler. Das sind ostfriesische Tracht, da gibt bestimmte, individuell sind da auch bestimmte Farben, aber insgesamt sind das der Schnitt und so weiter, das ist, glaube ich, alles vorgegeben. Sie sind auf der historisch. Ja, historisch sind sie noch in den Trachtenverband in. Ja. Ne, die bestand ja all unheimlich lang. Also das, wie viele Bolsenfrauen und die haben da alle mitgemacht. Mhm. Ja, und was fördern die denn ab, die Trachtengruppe? Oft treten die Trachtenblut an? Nein, die machen ja, ja Tänze, ne? Ostfriesische Tänze, holländische Tänze und so weiter. Ja. Und wie besondere Anlässe ist der, der sucht den Tracht, ja, zur Verfügung? Die machen immer. Meine Frau, ob, meine Frau hat auch so ein Leutchen, fair fief Jähring, die noch mitmachen dann. Ja. Ja, nun haben sie für drei fair Weg, was ja in Niederdeutscher Abend in Blömmhal, da die Niederdeutsche Bühne, Trachtengruppe und Moormusikanten. Ja. Der war gut besucht, 300 ja. Leute. Ja. Ja. Ich ja. 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 Ja, die Torf- und Siedlermuseum ist ja eine Wosen in Vöhsbaden. Hier haben das typische Siedlerhaus. Ja, zwei Räumehus nennen wir ja, das. Ja, genau. Hier haben hier den Schaul, ja. Der sehr attraktiv ist. Ja. Hier haben Schmiede, hier haben Sauerwerk. Der auch aktiv ist, der auch lopen da ist. Ja. Ja. Dann hat jeder ganze Freigelände mit den Füllmaschinen. Also hier ist ja einfach Boden worden. Zweites ja Kolonistenhaufen mit Trauzimmer. Auch noch, ja. Ja. Und das Eingangsgebäude. Das Eingangsgebäude hat hier näher gebaut. Das ist erst für 2 Jahre gebaut. Ja. Mhm. Und naja. Das und ist das ein dürrste Objekt. Weißt. Das kann man wohl denken. Ja, ja. Und ich kann mir natürlich auch denken, dass da unheimlich viel Arbeit in Sittenheit und unheimlich viel Delegation, um die Lübiner zu kriegen, die hier arbeiten. Das sind ja nicht arbeitete Lübiner. Nee, das kann ich nicht. Das ist ja nicht abzubringen. Nee, nee. Und du musst ja die Lübiner immer wieder motivieren. Du musst mit Zwerten und mit Schirren, nee, mit Wurst und Schirren schmieden, dass du hier beiden hast. Dass sie auch wegkommen, aber das Hart muss sie auch ja für schlauen. Das Hart, das ist in erster Linie. Das ist halt in erster Linie, ne? Damit auch ja. Aber wenn sie dann binnen kommen und sie sitzen in das Eingangsgebäude und sie wollen dann noch nachher Arbeit wohl verpflegt, dann ist das Gemeinwohl, das Gemeinsame, ist dann ja auch eine Anerkennung, wo jeder so den gehen, inschluten hat. Ja. Also ich kann mir wohl denken, das hat. Gut ankommen da. Ja, wir haben 375 bis 380 Mitglieder. Ja. Und der Dienstag, wir machen Dienstag freiwillige Arbeit. Jeden Dienstag. Jeden Dienstag. Und ja. Dann kommen so immer, je nachdem, wo wer ist. Und ja. Im Frühjahr sind meistens ein bisschen weniger, weil die so ist, okay, alle tun. Ja. Und dann sind wir immer so 12 mit letzten Dienstag, habe ich noch mit mir nachfolgebrot. Waren sogar 20 Mann. Ja. Die hier dann werkeln und ja. Geräte wieder instand setzen, ja. Streichen muss. Und wir müssen ja alles, und wenn wir alles hier in Ordnung holen, dass man wir auch selbst finanzieren, Blut für das tragt sich selbst. Ja, das tragt sich. Ja. Ne? Wir haben wir gebacken, wir haben den Backen hier, ja. Den AFR-Weg wurde backen. Ja. Und dann föhnen, machen wir einen Tee. Und dann machen die Freiwillige, die haben einen Dienstplan. Ja. Und das läuft auch immer hundertprozentig. Also in den 12 Jahren habe ich immer einmal
wenn ich hier komme, dass er irgendwie nie oben was oder keinen da was. Das ist also sehr zuverlässig. Und die Mitarbeiter, die da arbeiten, die sind auch für so gut, weiß nicht, wo sie gewesen wurden. Richtig. Die braucht man nicht anwesen. Und, nein, das werden sie auch, das läuft. Und wenn einer nicht kann, die rücken so gegenseitig an, dass sie so Quatrien, das läuft alles wie geschmiert. Ja. Ne? So muss das gewesen. Ja. Ja, und dazu, das kann sie dann auch noch finanziell tragen. Das ist ja. Ja, und ist auch eine Aktion für. Für Wiesmo mit, ne? Auch für den Fremdverkehr ganz, mit. Für ne? ganz Umfeld. Und wir arbeiten Hand in Hand mit uns GmbH, Tourismus GmbH und mit Fremdverkehrsverein dort. Ja. Und wir schicken welche dahin, die schicken welche zu uns. Und was natürlich auch ein Bild ist mit Schöll, die so und so lange Utschöll sind. Ja. Und meine Frau ist ja auch Frau hier Lehrerin ist. Und die raten sie dann wohl an, dass sie eine Führung machen in Schule und so, das probt sie dann mit den Rektoren auf. Im Augenblick ist das, oder das ist ja nur Heinz Sauthoff, Nachfolger von Otto Block, hier in Mittelpunkt Schule und im KGS ist das ja. Und dann sorgt sie da auch für, dass sie hier dann zusammenkommen und dann trinken die EOT und dann bleibt auch die immer dann ein Euro wie über. Ja. Und so kriegen wir das füreinander. Ja, nicht? Ja. Das ist natürlich ein. Man möchte achten ansehen, so war die erste Hus sind nur 25, 26 Jahre alt, da kommt natürlich auch Reparaturen und so wieder und auch Reparaturen, die wir nicht mit uns Handwerkers machen können, mit uns Handwerkers, die auch ja bald alle über 20 sogar über 80 sind, die können nur Kontakt nicht kriegen, dann musst du natürlich dann die Handwerkers hier sein, dass du die betauen hast, wenn gemein mal irgendwie, da haben wir gar nicht Kontakt, der Bauhofsleiter, Burlage, dann kommt wieder alleine Hessen, immer ein Klempner oder irgendwie eine Mürk oder Dachdecke. Ja. Ne, das stützt uns ja unheimlich. Dann geht auch damit und dann haben wir natürlich auch in uns in Wiesmo Betriebe, die dann auch, da gehört natürlich auch so ein bisschen Bekanntheit da, dann sehen der Mensch irgendwie bei uns mal einen Kraun und dann sehen wir ja, kriegst du auch keinen Regen. Nee. Nee, dann ist auch ja was wert. Dann ist das Verborgenes. Ja, das ist Sponsoren, wenn der damit 80.000. Und die Schöll, das ist ja auch, haben alles den letzte mit Vers, was die füreinander kriegen wollen mit sich Schöll. Ja. Das ist die Schöll, ja. Die nimmt 100 Dateien, praktisch gebaut worden ist in Wiesmo. Ja. Das war die erste Schöll. Kiek, als die Siedler hierher kommen, die arbeiten, den kriegen die auch die Kinder und die muss man Schöll bauen. Ja. Und das ist die Schule, da war es praktisch ein Glas mit 24 Kindern von Schauljahr 1 mit 8. Ja. Und da haben wir gebaut, aber du musst noch eine leere Wohnung mit an, so was hat ja früher, was dann meiste mit an. Ja. Und ja, und in Schule, in Wiesmo, da sind wir auch ja gewaltig, haben wir uns entwickelt. Wir haben ein Vollgymnasium mit der KGS. Und erst waren wir ja bloß mit 200 und genau, ja, kann ich nicht sehen, haben wir ja bloß die Sekt 1 Bereich. Ja. Und da haben wir, das passt und nicht, in SPD war es in Landesregierung und Professor Wernstedt, den kennen wir gehört. Ja. Und da haben wir das füreinander gekriegt, dass wir den Oberschall kriegen, der hatte die Klassen da in Elm. Elm, zwei Dateien da oben. Ja. Ne, das bin dann Abitur und nur haben wir die Lüfte. Ja, ist das fetteste Abitur, was wir haben. Ja, wir haben den Mittelpunkt, also den KGS, da sind Lüfte über 1000 Ferne Charles. Ja. Ja. Wo glaubt, wo will ihr wohnen, hat Wiesmo dafür? Wir liegen so wie Dateien 5, Dateien 7, so ungefähr. Ja. Ne, die letzte, die Mikrozensor, so, ob sie da, ob mit Geld auch schnell oder so, ne. Genau weiß ich nicht, aber so um das in den Haar zu bauen. Ja, und aber dann kommen die Schäuble so von dem Umfeld. Ja, wir kriegen gut Remelsenbürt und von Fenn kriegen wir auch weg. Ja, und Friedeburg. Friedeburg. Komm auch hier. Ja, aber Friedeburg nicht so viel, weil den KGS in Wittmund haben. Ach so. Nun, das ist. Aber DFTB. Nee, DFTB nicht, aber die möchten dort den Herrn. Ach so, Remelsenbürt. Nee, das ist ja wie ein anderer Träger des Kreis. Ja. Ne? Und anders sind wir ja, dann meinen sie, sie kriegen Regen von uns. Ja. Obwohl das
in Wiesede, die vor einem Viertelstuhl mit Rati achterlang, ja. Ne, und da kommen auch einigen. Ja. Das ist auch so ein Gentleman-Agreement, ja. Ja. Wie wir das aufgebracht haben. Ja. Und von Utlängen, da kommen ein paar Busse. Ne? Ja. Ja, die haben ja kein KGS, insofern sind wir da ja Angebotsschule. Ja. Ja, das ist ein ziemlich komplizierter Kram, ist das. Da bringt das Ganze dann auch okay, in Stimmung. Und wenn ich daran denke, da, die Frau, die ist Lehrerin in West, und die Frau, wenn die hier mal so ein Lehrerinnenstudienunterricht geben darf, ja, da haben wir im Museum. Ja, da haben wir allerdings einen, der unterrichten darf, der ist kein Wester. Der ist für WW und HWS. Ja. Aber der kann das so fein, Heino Rocke. Ja. Ne, der sind die Arbe Gast. Also, ich habe das mit der Frau mal belebt. Also, das war so was von impulsiv. Ja, gut, und, ja. Ja, ja. Also, das hat mir ja gerade gefallen. Ne? Mhm. Also, ich denke mal, dass man hier in Wiesmoor doch einiges zu beiden hat. Und das ganze Umfeld ist genau, die Lösung genau. Und das sind ja im Prinzip sind ja Fähnchen. Und wir weiten Fähnchen sind bodenständig und fleißig und ich bin ein regionaler Fähnchen. Ja. Ja. Und ich denke mal, wir haben nur so viel von dir gehört. Nun will ich noch einmal so ein Lötchen schwenken mit uns Foto hier in Ruhung anladen. Denn das, was wir hier um uns sehen, ihr seid nicht auch wert, dass man das sein darf und festhalten darf. Und ich bedanke mich dafür, dass wir das Gespräch mit einer Frau gekonnt haben. Ja, doch nicht. Und wir machen dann DVD für uns Fähnmuseum. Du kriegst natürlich auch einen davon. Mhm. Und wenn du wollt, dann dürfst du dir auch vervielfältigen und auch hier in Wiesmoor gehen mal wiesen. Ich denke mal, der eine auf andere, der ist auch ganz blöd, wenn er das ihm hören darf, was er denn so in diesen Jahren also lucken ist. Denn auch wenn man durch ein Museum lucken darf, man sucht ein Heilbild, aber hört doch nicht an. Nee, und kannst du nicht alle in Ordnung? Nee, in Ordnung kann ich doch nicht alle. Nee. Ja, ich bedanke mich dafür, dass wir das Gespräch hören konnten. Und auf ein gutes Wiedersehen.